Fight the Dragon wird als kleines Indie-Spiel beworben, was von der Community am Leben und Erschaffen gehalten wird und endlosen Spielspaß bieten soll, sowohl alleine als auch mit Freunden zusammen in bis zu 4 Spieler Koop. Na, das klingt schon sehr vollmundig und wir wollen mal schauen, ob das Spiel denn das auch alles halten kann. Fight the Dragon lässt sich sowohl alleine als auch bis zu 4 Spieler spielen. Man erstellt sich dort relativ archetypische Fantasy-Charaktere, den Magier, den Haut-drauf-Kloppi und eventuell auch noch den Schurken. Diese levelt man in einem bisschen an Klötzchen-Grafik anmutender isometrischer 3D-Ansicht durch, ja, Welten, die nicht nur von dem Hersteller des Spiels, sondern tatsächlich auch von der Community kreiert worden sind. Die Story von Fight the Dragon ist total episch und total spannend, denn es gibt sie gar nicht. Von daher ist der schnell abgehandelt. Es gibt keine Story im Spiel. Nächster Punkt. Fight the Dragon ist so aufgebaut, dass der Spieler tatsächlich eine Art Homebase, also eine Basis hat. An diese Basis kann der Spieler kleine Kartenfragmente dran flanschen. Je mehr Kartenfragmente er an seine Basis baut, desto größer wird letzten Endes das Spielfeld und desto mehr Kartenfragmente kann er bauen, desto größer wird das Spielfeld, desto mehr Kartenfragmente kann er dranflanschen und so weiter und so fort. Der Trick von Fight the Dragon ist tatsächlich, dass der Hersteller des Spiels nur eine ganz kleine Anzahl an vorgefertigten Kartenfragmenten bereitstellt. Damit ist man sehr schnell durch. Die Karten haben zwar verschiedene Schwierigkeitsgrade, aber ganz ehrlich, das schafft man in ein paar Stunden da komplett durchzuspielen. Ach, was heißt Stunden? Da ist man eigentlich, wenn man richtig sich ranhält, in 2 Stunden mit durch. Das hält also definitiv nicht lange bei Laune. Was ist also das, womit das Spiel wirklich versucht zu punkten? Es ist so, dass Fight the Dragon tatsächlich einen relativ starken Editor mitbringt. Mit diesem Editor lassen sich diese gerade angesprochenen Kartenfragmente auch, schon eher kompliziert, aber dann trotzdem auch, wenn man sich genug Zeit dafür nimmt, irgendwie doch wieder relativ einfach zusammenstückeln. Diese von den Usern erstellten Kartenfragmente sind über das Spiel kostenfrei runterzuladen. Genau, kostenfrei. Die ganzen Karten kosten nichts. Und von daher ist es so, dass tatsächlich man sagen kann, dass Fight the Dragon tatsächlich unendlich viel Spielspaß bietet, abhängig von der Community. Solange es Leute gibt, die dieses Spiel mögen, solange es Leute gibt, die Bock daran haben, für die Community Karten zu erstellen, hat das Spiel auch kein Ende. Also, es gibt immer wieder neue Sachen, die man entdecken kann. Zu dem jetzigen Zeitpunkt, das Spiel ist 2014 rausgekommen, das Review ist hier 2018, gibt es, ich würde sogar sagen, über tausende verschiedene kleine Kartenfragmente. Von daher kann man wirklich spielen und spielen und spielen und spielen und spielen und spielen und entdeckt immer wieder etwas Neues. Unter der Haube steckt unter dem Spiel ein ganz normales Action-RPG. Das heißt, man geht durch diese kleinen Kartenfragmente, man tötet Monster, man löst Aufgaben. Ab und zu hat sogar manch Community-Modder auch eine quasi Geschichte erstellt in dieses Spiel. Aber hauptsächlich geht es wirklich darum, Gegner zu töten. Die lassen Ausrüstung fallen. Man hat nämlich verschiedene Slots wie Helm, Handschuhe, Brustrüstung, Waffen und so weiter und so fort. Die Ausrüstung kann in verschiedenen Qualitätsstufen droppen, wie man das von jedem Action-RPG auch kennt. Das heißt, die Itemspirale funktioniert. Ich will jetzt nicht wieder sagen, ich bin Diablo. Das kennen wir nämlich alle schon bis zur Genüge. Aber letzten Endes funktioniert die Spirale tatsächlich gut, wenn es auch sehr grindig ist. Das muss man schon sagen. Es dauert schon sehr, sehr, sehr lange, bis man ein Level aufsteigt, um dann tatsächlich auch seinen Charakter etwas weiter zu skillen. Man hat natürlich Fertigkeitsbäume, wie zum Beispiel Ausdauer, Stärke oder auch Glück. Und man braucht einen Level-Up, um dort Punkte reinzustecken. Dieses Level-Up kann sehr, sehr, sehr dauern, bis man eins bekommt. Wirklich sehr lange. Das Spiel ist tatsächlich sehr grindig. Klar, das ist natürlich Absicht, damit man genug Karten von der Community sich auch runterlädt und installiert. Aber man braucht da schon auch wirklich Geduld zu. Diese kleinen Kartenausschnitte an sich, die spielen sich dann relativ fluffig. Man kann in 15 Minuten durch die meisten Karten durch sein. Dann kommt man zurück zu seiner Basis, kann Loot, den man nicht braucht, verkaufen oder kann ihn opfern in einem Altar sozusagen. Wenn man genug Sachen geopfert hat, kann man sich an dem Altar ein Item schmieden, quasi craften, was dann sehr gut ist. Je mehr Sachen man opfert am Altar,
desto besser ist das Item. Und von daher funktioniert eigentlich das Spiel ziemlich gut, die Leute bei Laune zu halten. Die Technik ist der einzige kleine Schwachpunkt, den ich wirklich hier am Spiel gefunden habe. Mal abgesehen von dem gerade erwähnten Grinden, aber das ist ja nicht zwingend ein Schwachpunkt. Manche Leute mögen es zu grinden, manche halt eher nicht. Und mit ein bisschen Aufwand kriegt man trotzdem die höheren Levels. Von der Technik her ist das Ganze nicht besonders aufwendig. Das heißt, ich würde in der heutigen Zeit sagen, das Spiel läuft auf fast jedem Taschenrechner. Was allerdings für PC-Spieler eine Katastrophe ist, ist das UI, das User Interface, die Menüführung. Und zwar mit Tastatur die absolute Hölle, mit dem Gamepad schon noch ein bisschen besser zu steuern. Im Grunde lassen sich die Spielfiguren auch mit dem Gamepad besser steuern als mit der Tastatur. Aber sich durch die Menüs zu wühlen, vor allen Dingen als jemand, der, ja, ich meine, heutzutage haben viele PC-Spieler zwar ein Gamepad, aber trotzdem spielen halt sehr, sehr, sehr viele mit Maus und Tastatur. Und mit Maus und Tastatur durch die Menüs hier zu navigieren, da möchte man lieber bei einem Schildkrötenrennen schauen, welche von 500 Schildkröten am schnellsten auf einer 5 Kilometer Strecke ins Ziel läuft. Ich würde tatsächlich so weit gehen, auch wenn das vielleicht nicht jeder so sieht, aber ich würde sagen, dieses Spiel ist mit Maus und Tastatur kaum spielbar. Es geht, aber das ist schon eine Selbstkasteiung. Ich würde also tatsächlich sagen, man sollte dieses Spiel mit einem Gamepad spielen. Und man kann es alleine spielen, man sollte es aber vielleicht doch besser mit Freunden spielen. Ab 2 Spielern aufwärts, wenn dann jeder wirklich auch ein Gamepad hat, dann lässt sich tatsächlich mit Fight the Dragon eine Menge Spaß erzielen und das Ganze für wenig Geld. Das Spiel ist meistens für sehr kleines Geld bei Steam zu bekommen und man muss für die ganzen Updates, für die neuen Karten auch nichts bezahlen, sodass man tatsächlich mit seinen Freunden sehr lange sehr viel Spaß haben kann.